Aloha, ich grüße euch. Ja, ich habe heute für euch eine Anleitung und noch ein bisschen was drumrum, vielleicht noch mal kreativer, was ich sonst noch gekauft habe. Das zeige ich euch schon mal. Aber in der Hauptsache geht es um diese kleinen Schächtelchen. Und zwar habe ich was gesucht für meine Washi-Tapes von The Washi Tape Shop, weil die sind halt nicht. Ich zeige einfach mal. Ne? Hier habe ich die drin. Und wer die Washi-Tapes kauft, der weiß, die sind halt einfach wie, also die haben so eine Trägerfolie, das heißt, die kleben nicht aneinander. Und ich müsste halt immer hier so ein kleines Klebchen hinmachen, damit die hier so halten. Das möchte ich aber irgendwie nicht. Außerdem habe ich ja, ich habe schon einige, aber so viele noch nicht. Und so habe ich mir überlegt, mache ich die in die kleinen Kistchen. Zwei habe ich gestern gemacht. Ich habe einfach gemessen, ungefähr und ohne viel Gedöns, wirklich ohne viel Schnickschnack, ohne, einfach probiert und ja, funktioniert. Ja, man könnte hier an der Seite noch ein bisschen, ne, dass das so ist, aber es ist ja einfach nur eine Aufbewahrung. Dann die kleinen Dinger hier drauf. Auch ja, finde ich total niedlich. Das ist einmal aus dem Action-Aquarell-Block, das Grundgerüst und obendrauf habe ich den neuen Block genommen, aber da könnt ihr ja nehmen, was ihr möchtet, und zwar diesen hier. Ja, ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert und noch alles weitere, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und mein Video schauen möchtest. Vielen, vielen lieben Dank. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso und wenn du die Glocke aktivierst, super. Ich wünsche viel Spaß jetzt bei dem Video. Zwischendurch wird es ab und an mal Hundegebell geben. Nicht viel, aber ein bisschen was. Dafür entschuldige ich mich, aber ich kann die natürlich nicht in der Zeit einsperren. Die wohnen auch hier und trotzdem erschreckt euch nicht, gerade die, die Kopfhörer haben. Und jetzt viel Spaß beim Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. So, ich habe mir hier ein bisschen was hingelegt. So, das ist ein Papierschnipsel, ein Krümel und dann hier so ein von irgendeinem Teil so ein kleines Plastikding. Weil ich war im Rossmann und habe mir einen Tischstaubsauger gekauft. Ich hatte schon mal einen, den hat die liebe Muriel mir geschenkt. Der ist leider hinüber. Warum auch immer, also das ging nicht mehr. Die Batterie war voll geladen, es funktionierte nicht mehr. Und der war zwar total niedlich, weil es war Marienkäferform. Hinter hier ist einfach weiß, quadratisch, praktisch gut. Kostet 7,99. Ja, wer die App hat oder auch diese Dinger im Briefkasten, gibt es 10%. Gehen also nochmal 80 Cent ab. Und ich habe den jetzt ein paar Tage. Und ich muss sagen, auch wenn mein Mann hier so krümmelt, normal wisch ich den Tisch ja ab, aber so die Krümel, dann muss man immer wieder zur Spüle auswaschen und so. Und ich gehe vorher hier mit drüber. Ich möchte euch das zeigen. Achtung, macht ein bisschen Geräusche. Ich zeige es euch. Und weg. Das kann man, ist ohne Beutel, kann man so ausschütten. Ne, muss man aufmachen. Mega. Also von mir absolute Kaufempfehlung. Rossmann. Da ist so ein Kabel bei, das kann man hier aufladen. Also keine Batterien, finde ich auch nochmal ein Vorteil. Ja, und finde ich gut. Wollte ich euch zeigen. Achtung, Tierkörper. Emmy, was ist los? Dann sag mal da Hallo. Guck mal da rein. Nein? Gut. Aber wir machen, Achtung, machen hier mit diesen Kästchen weiter und das wirklich total einfach. Ich muss mal gucken, ich habe hier auf so einer Postwurfsendung, ne, an alle Bewohner, bla bla blub, da habe ich so ein bisschen gezeichnet, was ich mir so vorstelle. Ich habe das Washi-Tape ausgemessen und ja, da möchte ich euch teilhaben lassen. Und jetzt muss Emmy weggehen und dann fangen wir auch schon an. Ne? Ja, so, Moment. So, ich nehme jetzt erstmal ein Blatt aus dem Aquarellpapier. Und lasse die Länge so. Die messe ich auch nicht nach. Ich lasse die einfach so. Muss aber in der Breite, muss ich kürzen. Moment, was habe ich hier gemockelt? 5 mal 5 mal 16. Und zwar 16 cm. Ich schneide mir hier 16 cm ab. Fertig.
Und dann habe ich mir ein zweites Blatt genommen. Ich mal gucken, ob ich noch was über habe von dem anderen. Nee, ich brauche ein zweites Blatt. Und zwar für den Deckel. Und da habe ich hinten genommen, ich habe das eine mal freigelassen. Ich zeige euch das hier. Ich habe mir hinten, ne, zum Drankleben, seht ihr das? 2 cm, das sind 6 cm und hier habe ich 3 cm. Man könnte hier natürlich auch noch Magnet, das habe ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das dann auch so bleibt. Natürlich kann man die Kiste auch für alles andere nutzen, ne? Für Stifte oder egal. Ne? Weiß die Kiste ja nicht, was reinkommt. Steht ja auch nicht Washi-Kiste drauf zum Verschenken oder, oder. So, ich nehme jetzt erstmal ein Blatt aus dem Aquarellpapier. Und lasse die Länge so. Die messe ich auch nicht nach. Ich lasse die einfach so. Muss aber in der Breite, muss ich kürzen. Moment, was habe ich hier gemockelt? 5x5x16. Und zwar 16 cm. Ich schneide mir hier 16 cm ab. So. Fertig. Und dann habe ich mir ein zweites Blatt genommen. Ich mal gucken, ob ich noch was über habe von dem anderen. Nee, ich brauche ein zweites Blatt. Und zwar für den Deckel. Und da habe ich hinten genommen, ich habe das eine mal freigelassen. Ich zeige euch das hier. Ich habe mir hinten, ne, zum Drankleben, seht ihr das? 2 cm, das sind 6 cm und hier habe ich 3 cm. Man könnte hier natürlich auch noch Magnet, das habe ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das dann auch so bleibt. Natürlich kann man die Kiste auch für alles andere nutzen, ne? Für Stifte oder egal. Ne? Weiß die Kiste ja nicht, was reinkommt. Steht ja auch nicht Washi-Kiste drauf zum Verschenken oder, oder. Ich denke, der Spaziergänger ist vorbei. So, hier nehme ich mir die lange Seite und schneide mir jetzt einfach mal 11 cm ab. Aber das brauchen wir erst gleich. Und wir müssen das auch noch ein bisschen einkürzen, aber einfach, also die Breite erstmal lassen und einfach von der Länge 11 cm abschneiden. Das kommt erstmal weg. Und das ist schon alles fürs... Entschuldigung. So, also wir haben das Grundgerüst in der Länge so geblieben und einmal auf 16 cm. Kann man das Falzbrett wegtun. Und jetzt nehme ich mir ein Falzbrett, egal welches. Ich nehme jetzt das, weil das total, ja, es ist total einfach. So, ich lege das mit der kurzen Seite an und falze es bei 5. Dann bei 11. Und dann drehe ich mir das und falze es hier bei 5. Drehe mir das nochmal. Ich könnte jetzt hier auch 5, aber das ist ja nicht ganz gerade. Und hiermit kann ich natürlich nicht millimetergenau arbeiten. Das hat ungefähr eine Länge von ja, 29,7 oder so. Deswegen mache ich, ne, hier habe ich die 5. Drehe das einmal um 180 Grad und mache hier nochmal die 5, dann bin ich auf der sicheren Seite. Weil das ist ja das Innenleben und da, ich wollte halt möglichst wenig Verschnitt haben. Darum ging es mir. So, und dann ist das quasi schon fertig. So. Dann schneide ich mir hier die Falzlinien ein, und zwar bis dahin, wo die Falzlinien sich kreuzen. Ne? Diese beiden, ich mal gucken, ja, und hier auch. Ihr könnt das natürlich auch andersrum machen, ihr könnt das hier einschneiden. Ich habe das jetzt hier immer eingeschnitten, so möglichst gerade an der
Falzlinie, Schwupps. Hier auch und auf der anderen Seite auch. So, jetzt falze ich mir erstmal alles nach, bevor ich hier noch Dreiecke rausschneide. Erstmal schauen. Das ist quasi schon das Grundgerüst und ich möchte das so zusammen machen. Und hier brauche ich eigentlich, doch hier ein bisschen noch gerade. Ihr könnt jetzt noch kleine Korrekturen machen, kann man später auch noch mit einer feinen Schere. Man kann sich auch hier diese Dreiecke rausschneiden, aber das, also quasi hier so ein bisschen ein Dreieck rausschneiden und hier braucht man aber nicht. Ne? Das geht so. Ich gucke, ob das hier einigermaßen bündig ist. Ja, hier ist immer noch ein Tick zu breit. Da schneide ich das so. Und hier schaue ich auch mal. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Vielleicht habt ihr auch einen inneren Monk, dass hier gar nichts rauskommt. Aber hier guckt ein bisschen viel raus. Seht ihr das? Hier oben. Das schneide ich mir so ein bisschen ein. Das ist aber auch, weil dieses Papier nicht komplett gerade ist. Da könnt ihr euch nicht drauf verlassen, auf diese Maße. Aber ich weiß das und mir ist das nicht schlimm. Ich finde es trotzdem, ist mein absolutes Lieblingspapier für Ausstanzungen und um das gerade mal auszuprobieren. Ja, deswegen Action Aquarellpapier. Hier schneide ich mir das auch. Ich kontrolliere es gleich nochmal auf der anderen Seite. Ja, könnte ich auch. Ich mache überall. Schneide ein Dreieck raus. Aber ihr müsst ja gucken, wie ihr das macht. Und der eine möchte es total akkurat, dem anderen ist das egal. Ne? Vielleicht möchte ich es auch verschenken, irgendwas, ein paar Washi-Tapes mal verschenken. Apropos Washi-Tape, ich glaube, auf jeden Fall war es gestern noch so, gibt es 18% in the Washi-Tape-Shop. Ne, Spring 18, glaube. Müsst ihr mal gucken, geht mal auf the Washi-Tape-Shop. Ich mag das Band total gerne. Ist von der Qualität echt super. Kann man nicht motzen. So, das Ganze hier ist so 19,5. Und jetzt schneide ich mir, weil Washi-Tape reinkommt, und das ist ja erstmal noch ein bisschen schwerer, so 19,4. Und das hat ja eine Breite hier von 6. Also 19,4 mal 5,8 ungefähr schneide ich mir jetzt ein Stück Pappe zurecht. Moment. Einmal. Das hier. Und ich bewahre ja immer hier diese Teile auf. Da haben wir ganz viele. Das sind Sachen für meinen Mann, die der täglich benutzt. Und da, so habe ich immer meinen, quasi Graupappe. Ist ja keine Graupappe, ist auch nicht ganz so dick. Aber das kann ich super nutzen dafür und habe es ja quasi umsonst und habe nicht ganz so viel Altpapier. So. Erstmal hier, damit es auch ganz gerade ist. So, jetzt muss ich hier gucken. Was hatte ich gesagt? 5,8 ungefähr. 5,8 und hier machen wir 19,4, 19,3. Das kommt jetzt nicht auf den Millimeter genau an, weil es ja einfach nur reingeklebt wird. Das klebe ich mir hier rein. Passt super. Und dann habe ich ja
mir diesen Kleber gekauft bei der Stempelbar auf der Kreativa. Den habe ich gestern hierfür genutzt. Ich muss sagen, top. Top, top, top. Wirklich geiler Kleber. Hatte ich noch nie und ich finde den richtig klasse. Na, wenn ich mir hier andere Anleitungen angucke, da haben die auch schon mal anderen Kleber. Klar, Art Glitterclue und so habe ich auch. Der ist auch top. Und dann nutzen die immer nur so ein bisschen und das hält Bombe. Und hier einfach auch. Also es ist wirklich mega. Kann ich nicht motzen. Also das klebt ihr innen rein. Ihr könnt es auch unten drunter kleben, je nachdem. Mir ist das nicht schlimm, wenn das Innenleben braun ist. Habe ich es. Ne? Hier ist es auch braun. So. So. Wenn man möchte, kann man jetzt schon außen eine Seite bekleben. Die anderen geht noch nicht. Deswegen klebe ich das jetzt erstmal komplett innen fest. So, kurze Unterbrechung. Wir können aber auch das hier erst zurechtschneiden als Deckel und dann bekleben bis auf die Außenseite. Das können wir eigentlich mal machen. Ne, das ist ja zu lang. Ich habe ja eben gesagt, schneidet euch das so einfach zurecht. Aber wir gucken jetzt nochmal. Es sind ja circa 19,5. Ich messe jetzt mal ein bisschen großzügiger und mache das einfach mal 19,6 oder 19,7. Schneide ich mir jetzt von der Länge ab. So, 19, ich mache jetzt mal 7, also so mittelding, 6 oder 7. Das müsst ihr aber gucken, wie ihr das haben möchtet. So, dann nehme ich das Falzbrett. Lege das an der kurzen Seite an und falze das bei 2. So, dann bei 8. Und das war's schon. Das ist der Deckel. Das ist so einfach, so einfach, so einfach. Und schnell gemacht. Relativ. Ne? Falze ich mir das nach. Hier die Klebelasche auch. Und die Klebelasche falze ich mir nach allen Seiten mal. Weil es muss ja auf und zu gehen. Und schon mal ein bisschen das Papier in alle Richtungen, damit es weiß, wo es hinterher hin muss. So. Dann könnt ihr das dran kleben. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Und ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe es jetzt, wie gesagt, mal 2 mm länger gemacht. Schneide mir aber hier diese Klebelaschen. Da mache ich mir so ein Schwupps. Schwupps. So. Schwupsi. Und klebe mir das jetzt hier dran. Und dann kann ich verzieren und klebe das hinterher komplett zusammen und dann verziehe ich die Seiten. Also der ist echt Bombe und für den Kleber gibt es ja auch diese Pistole. Also wie gesagt, das ist überflüssig. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich muss die haben. Gucken, nicht auf der Falz, so ein bisschen Millimeter unter der Falz kleben. Ich sag, hier kann man auch nicht mehr ganz so viel schieben, ein bisschen noch schieben, aber nicht mehr ganz so viel. Es muss schon ordentlich sein und dann ist das, ne, schon fertig. Wenn ich das jetzt hier so zusammenhalte. Das noch kleben und schon ist das Ding fertig. Wie gesagt, ich könnte es mit verschiedenen Verschlüssen. Ich weiß es noch nicht, ob ich es überhaupt verschließe, weil für mich hält es auch gerade so. Ich muss nicht die Magneten hier verschwenden. Aber wenn man es verschenken möchte und je nachdem, was man reintun möchte, nur natürlich auch noch weiter verzieren. Das ist jetzt einmal ganz schlicht. Da kann man natürlich auch alles Mögliche an Gedöns auch drauf tun. Das ist ja überhaupt kein Thema. So, Aufleger. Nee, erstmal
Eckenabrunder. Ich möchte mir die Ecken abrunden und dann nehme ich nur vorne, also von dem Deckel quasi, das mache ich. Und ich habe hier einen, der hat S, M und L. Und ich nehme mir, weil es halt so klein ist, einfach eine S-Größe. Das müsst ihr nicht, das könnt ihr. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Eckenabrunder mit irgendwelchen Geschnörkeldingern. Das ist absolut optional, wie ihr das mögt. So, dann brauchen wir Aufleger. Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Na, dann wird das immer auf so Dinger hier geschrieben. Und dann denke ich, ja, die verwahrst du irgendwo. Und ja, und dann gehen sie verschütt, anstatt das in irgendein Buch zu schreiben. Aber ja, Frau Jedönsrath, ne? El Niño, Sturm und Verwüstung. So, wir brauchen Aufleger. Zweimal 18,9 mal 4,5. Das ist für quasi, ich zeige es hier, für diese Seiten. Dann brauchen wir einmal 18,9 mal 5,5. Das ist für oben drauf. Dann einmal 18,9 mal 2,5. So, was habe ich hier? Also, und zweimal für die Seiten 4,5 mal 5,5. Ich sage das aber gleich alles nochmal an. Jetzt überlege ich, was mache ich für Papier drauf? Weil ich glaube, ich möchte das verschenken. Deswegen muss das nicht gleich sein. Ich suche mir mal was raus. Oh, die Qual der Wahl, ihr Lieben, ich sag's euch. Ich habe jetzt aus dem Vintage Roses Block, das ist ja mein zweiter, der erste ist ja fast komplett leer. Das heißt, ich muss mir, wenn ich den nochmal kriege, nochmal einen kaufen, weil das ist jetzt im Anbruch. Eieieiei. Ne? So, jetzt schneide ich mir da was zurecht. Das kleine nehme ich gleich das andere für. Ich mache jetzt erstmal so. Ich schneide mir jetzt erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich das oder mal gucken. Das ist ja Gürtel gesprungen. Ich brauche 18,9 in der Länge. Schwupps. Und dann brauche ich 4,5. Und die kann ich besser schneiden mit dem anderen. Und zwar habe ich hier mein neues Schneidbrett. Und ich muss euch sagen, ne, das hatte ich auf der Messe, das von Wessen Kreativ. Ich habe 16,50 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, im Internet ist es ein bisschen teurer, aber es geht durch wie Butter. Stanzen ist cool, die Zahlen sind cool. Klar, man hat hier immer diesen Arm, ne, wo man das nicht so genau sehen kann. Aber hier ist es wenigstens noch mal eingeprägt, ne, diese 16. Das finde ich ganz gut und es ist top. Also auch das Schneide, die Schneideklinge, ich habe gestern auch was damit geschnitten, mega. Also ich bin begeistert, ich bereue es überhaupt nicht und es ist rosa. Ja, was will man mehr? So, was war jetzt meine, das war es, 19,5. Ich brauche jetzt 4,5. Ne, und das geht hier drauf halt besser und genauer wie auf dem Großen, obwohl ich das Große auch echt gerne nutze. So. Und, oh, Hammer. Aber generell mag ich zum Schneiden lieber die Guillotine. Ne? So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das diese Farbe hier mache oder diese. Und obendrauf Natur. Das ist. Ich glaube, ich mache oben drauf Natur. Ne? Also 4,5. So, dann brauche ich das ja nochmal für die Rückseite. 4,5. So, dann brauche ich ja. Einmal 5,5. Ich messe das hier mal ab. Das wäre ja der Hammer, wenn der passt fast. Ne? Wow, ja cool. Messe ich mir hier nochmal die 5,5 ab. Für oben drauf. Ja, das ist mein Reststück. Also das kommt aber auch jetzt direkt weg. Ne? Ich bin ja immer so ein, naja, gut. So, und dann brauche ich nochmal 18,9. Das passt natürlich nicht. Das heißt, ich muss nochmal einen neuen Bogen anschneiden. Aber ich brauche noch 2 mal 5,5 mal 4,5. Hier gucke ich. Oh,
passt fast ganz genau. Es ist nicht ganz 5,5. Es wäre 5,4. Oder ich mache die 4,5. Ja, ich mache die 4. Nein, ich messe es genau. Also, ihr braucht zweimal 4,5 mal 5,5. So, 4,5. Und hier nochmal die 5,5. So, und jetzt braucht ihr noch für vorne. Leider muss ich jetzt den großen Bogen auch anschneiden. Da schneide ich mir jetzt einfach mal. Ich brauche 19,5. Nee, ich. So. 19. Nee, Quatsch. 18,9. 18,9. Und davon brauche ich die 2,5. So, das war's. Das ist, was ich von zwei Blättern übrig habe. Da lässt sich ja auch noch schön was mitmachen, ne? Finde ich es okay. So, die ganzen runde ich mir jetzt ab. So, aber das mache ich jetzt mal gerade ohne Kamera. Ihr müsst ja nicht das ganze, die ganze Zeit das Klacken hören. Ich bin sofort wieder da. So, alles abgerundet. Lege ich mir das so vor mich hin. Hier oben ist ja die Klappe. Das hier unten brauche ich ja nicht. Das kann ich verzieren, aber das ist ja der Boden. Braucht man nicht. Jetzt muss ich nur gucken. Ich nehme mir mal hier so eine fertige. Was mag ich? Genau, das muss ich jetzt mal gucken. Was kommt oben hin? Oder mache ich das komplett mit Rosen? Sieht ja bestimmt auch nett aus. Ja, das mache ich komplett mit Rosen. Okay, Frage erledigt. Ich klebe komplett mit Rosen auf. So. Ist ja egal, wo ihr anfangt. Guckt nur, dass ihr immer das Richtige nehmt. Aber so kompliziert ist das ja nicht. Aber ne, wenn man abgelenkt ist, ist man ja, mal schnell dabei, sich zu verschneiden, zu verkleben. Kennt ihr, ne? Also ich kenne es auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt da schließend dran machen, wie ihr das möchtet. Kann man machen, muss man nicht. So, das ist jetzt vorne, was hier so runtergeht. Dann mache ich hier oben das. Das ist ja eins, was ein bisschen breiter ist. Und zwar ist das, weil das ja die 6 cm hat. Oh, das ist schön. Ich glaube, das muss, ja, okay, ich habe das Papier nicht mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber trotzdem, ich möchte es verschenken. Mal gucken, wann es ankommt. Nächstes Jahr zu Ostern. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt. Aber ich bin da echt. Ne, ich will nicht jammern. Das ist ja hier mein Hobby. Aber ich schaffe manche Sachen einfach nicht. Und da weiß ich, ich vergesse Geburtstage, ich vergesse andere Sachen, weil ich habe so viel im Kopf. Wenn ich jeden da bedienen wollte und dann haben wir eine Post, die ganz blöde Öffnungszeiten hat. Ich mag die, ist total nett. Also die sind alle total nett. Da habe ich mir jetzt meinen Kalligrafiefüller auch gekauft. Auch von der Beratung her sind die total nett, aber die haben halt, wenn ich nach Hause komme, mittags, also ins Homeoffice, dann haben die meistens zu, wenn ich spät bin. Ja, und dann fahre ich nicht nochmal extra, das kann ich nicht, ich habe die Zeit nicht dafür. Ne? Also ich hoffe da auf Verständnis, ja, der ein oder andere hat kein Verständnis, das habe ich ja schon gemerkt, haben mir die Freundschaft gekündigt. Ja, dann ist das so. Ich kann mich aber nicht verbiegen und ich kann nicht an alles denken, weil wenn ich an alle denke,
dann habe ich einen vergessen und zwar mich und dann liege ich hinterher da. Ne? Also das ist, ich habe mit mir selbst ja auch noch genug Arbeit und das geht nicht. Ne? Also wenn ich dann nur am Hetzen bin, habe ich irgendwann ein Burnout und da habe ich keine Lust drauf. Aber wie gesagt, ich will nicht motzen, ich hoffe nur auf Verständnis, aber ich überlege halt demnächst, wen ich in mein Leben lasse und wen ich nicht in mein Leben lasse und lasse mir nicht vorschreiben, was ich wie zu tun habe oder an was ich denken muss. Ich bin eigentlich ziemlich ehrlich und sage meine Mankos. Ich weiß ja, ich finde auch keinen schönen Zug von mir, aber das ist einfach, weil es zu viel ist. Das ist wie mit Kommentaren beantworten oder irgendwelchen Challenges. Meine letzte Karten-Challenge, ich glaube, das habe ich jetzt schon mal erzählt, aber es brennt mir halt auf der Seele, um die Sachen einzustellen, zu bearbeiten und zu gucken und machen, habe ich fast 3 Stunden gebraucht. Und das kann ich einfach nicht zeitlich. Das geht nicht. Und trotzdem hatte ich noch jemanden vergessen. Ne? Also jemanden noch auf die Füße getreten. Und klar, das ist so, wie es ist. Ja, ich hoffe auf Verständnis. Die meisten haben das auch. Aber es ist halt schade, wenn man Vertrauen fasst und dann vom Kopf gestoßen wird. Und Leute mir Sachen vorschreiben möchten. Das geht nicht, ne? Weil ich bin ja nur auch 3x7 alt und ich weiß, was mir gut tut und was ich kann und was ich nicht kann. Ne? Und ich bin dann manchmal, ne, jetzt auch mit der Messe, ich hatte den Tag Urlaub, trotzdem ist mir gerade alles ein bisschen viel. Nächste Woche ist Ostern und jetzt nutze ich gerade mal, weil keiner da ist, außer die Tiere, dass ich gerade mal schnell noch ein Video drehen kann, weil ich habe ja dann doch keine Ruhe. Aber jetzt ist dann erstmal wirklich Schicht im Schacht. Und dann kommt ja noch der Druck, du zeigst so viele Hauls, ja, Live-Rundgänge, die werden ja auch gern geguckt. Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich werde doch nicht daran gemessen, wie oft ich was hochlade. Ne? Das mache ich wie nach Lust und Laune, Zeit und Action-Hauls wollen ja alle sehen oder Action-Rundgänge. Ich kaufe ja noch nicht mal jede Woche was, weil ich ja auch, es wiederholt sich auch alles. Ne? Das zusammenkleben, ne? Und dann müsst ihr gucken, wie ihr halt geschnitten habt, wie euch das sympathischer ist. So. Hier. Und ich kann den Kleber, wie gesagt, ich habe ihn ja erst seit gestern benutzt, jedenfalls seit vorgestern ist er bei mir eingezogen. Aber auch das ist ein Kleber, der wirklich top ist. Also wenn ihr irgendwo was bestellt und euch fehlen noch ein paar Kröten um kostenlosen Versand oder so, guckt, ob der Shop da den Kleber hat. Wie gesagt, den gibt es ja überall. Ich habe ihn von der Stempelbar, bestimmt da auch online zu bestellen. Oder vielleicht kommt ihr aus Berlin und wollt da mal schauen. So. Ach, schön. So, jetzt noch die Seiten. So, ja, und seht ihr, das habe ich jetzt hier, ist trotzdem noch ein bisschen, aber das ist mir jetzt nicht schlimm. Das ist eine Washi-Tape-Aufbewahrung, ne, und ich bin hier ja nicht bei schöner Dekorieren. Für mich reicht das, ich verkaufe es ja auch nicht, sondern es ist für mich und das hier wird verschenkt und dann ist das so. Aber ich finde es jetzt nicht dramatisch, ne. Ja, Washi-Tape-Shop, guckt mal nach. Ich weiß nicht, wie lange habe ich nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall habe ich gestern eine E-Mail bekommen. 18% mit, das steht aber auf der Homepage, mit welchem Code. Ich kann das nur empfehlen, das Washi-Tape. Das ist wirklich super. Für mich kam bis jetzt noch kein Zoll drauf. Okay, ich habe oft Kooperationen, aber ich bestelle da auch privat. Und da habe ich auch noch nie Zoll drauf gehabt. Und das Washi-Tape ist, klar, ich habe auch ganz vieles aus dem Action, das ist auch in Ordnung für den Preis, aber es kommt natürlich nicht mit, auch mit den Mustern, mit zum Washi-Tape-Shop. Ne? Das ist schon klasse. So. Jetzt falze ich das hier nochmal so ein bisschen, den Deckel. Und dann schließt das für mich soweit. Ne? Ich tue jetzt gleich noch was Schweres da drauf. So, und jetzt kommen noch die Füßchen. Die Füßchen. Da hinten sind sie. Moment.
Da habe ich ja wie bei diesen anderen Boxen auch schon einfach diese Holzperlen aus dem Action genommen. Dafür brauche ich die, sonst brauche ich eigentlich weniger Holzperlen. Ich habe jetzt kein Projekt so damit. Und das habe ich ganz einfach so gemacht. Ich stelle das auf den Kopf. Und dann nehme ich aber den Techie Clue. Ich hatte erst überlegt, mache ich 6 Füßchen drauf, drunter. Aber ich glaube, das reicht so. Also das ist, der Boden ist ja verstärkt und da kommt ja sonst, ne? Und dann mache ich mir einfach hier 4 kleine Klebepünktchen. Kann man ein bisschen Zeit lassen, dass der Kleber schon mal ein bisschen antrocknet. So, das reicht schon. Und dann habe ich mir hier nicht die kleinsten, sondern die hier rausgenommen. So, und dann setze ich die einfach hier so drauf. Da kann man die ja noch ein bisschen schieben. Also mit einem Loch. Ne? Mit einem Loch, dass die schön gerade sind. Ich mit dem dicken Finger hier. So, dass das ungefähr alles so gleich ist. Dass man die Füßchen auch so ein bisschen sehen kann. Ich habe mir übrigens auch so eine Box, also die habe ich auch schon lang, für meine Slip-Einlagen gemacht. Finde ich auch ganz nett. Ist im Gästebad, wenn auch mal Besuch kommt. Da steht dann nicht dieser komische Pappkarton, sondern hat man schön das drin. Wenn ihr da Lust drauf habt, zeige ich euch das auch mal. Und ich müsste nämlich auch noch einen zweiten basteln. Von daher schreibt es mir unten in die Kommentare. So. Ne? Niedlich. Ja, da könnt ihr natürlich jetzt auch noch verzieren, wie ihr möchtet. Ich muss aber gucken, das sind ja jetzt meine. Erstmal, wie viel ich brauche und wo ich die verstaue. Also ich werde nicht alle im gleichen Muster machen. Ich werde auch mal was ganz Buntes machen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Vintage, niedlich. Ne? Das ist mir egal. Hauptsache, ich weiß, das sind meine Washi-Tapes. Dann werde ich die auch zum Beispiel nach Herbst oder Blumen und so ein bisschen ordnen. Ja, und das hier gefällt mir auch richtig gut mit den Blümchen. Ach, sehr schön. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nachbastelt. Gerne teilen, gerne mit Videolink und natürlich auch gerne in meiner Facebook-Gruppe zeigen, würde ich mich freuen. Emma will auf den Kratzbaum, da kommt die allein nicht hoch, aber dann kann die schön rausgucken. Deswegen beende ich jetzt hier das Video. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was er sagt. Ich finde, ne, so ein kleines Komödchen. Richtig cool. Und ich bin gespannt, was ihr daraus werkelt, welche Verschlüsse ihr nutzt. Und würde sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe noch ganz kurz eine kleine Anmerkung. Natürlich kann man diese Schließlasche auch einfach reinstecken. Ne, das geht auch und oben macht man Schlupf rein. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ist mir gerade auch so eingefallen. Logisch, geht natürlich auch. Ich wünsche viel Spaß beim Basteln. Danke fürs Zuschauen, für euer Abo, für euren Like, für euren Kommentar. Freue mich, euch in meiner Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen und wünsche euch jetzt ja, eine schöne Zeit. Bleibt gesund!